Grüß euch, ich bin der Alex. Wow Leute, seht euch diesen Eiszapfen einmal an. Heute ist es so richtig, aber so richtig kalt. Und wieder mal bin ich für eine Challenge nominiert worden. Nominiert hat mich der liebe Christian vom Kanal DaTiroler. Herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Christian, dass du immer darauf achtest, dass mir nicht langweilig wird und ich mich stets einer anderen Herausforderung stellen muss. Aber ich habe diese Challenge sehr gerne angenommen. Und zwar geht es bei dieser Challenge darum, dass man ein Feuer macht, aufgepasst, ohne Feuerzeug, ohne Streichholz und ohne Feuerstahl. Alles andere ist erlaubt, Batterie oder chemisches Zeug, was auch immer man eben, womit man noch ein Feuer machen kann. Ich möchte heute mit der Hilfe der Sonnenenergie und einer Lupe versuchen, ein Feuer zu machen und ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Also wenn ihr Interesse habt und sehen wollt, ob ich diese Challenge erfolgreich beenden kann, dann bleibt dran. Okay, meine Zundermaterialien, die habe ich jetzt alle vorbereitet. Ich habe mir Federsticks angefertigt, ich habe hier Birkenrinde, hier habe ich dann Ähren, dann habe ich hier noch ganz dünnes Holz gespalten und ich habe jetzt vor, mit Hilfe der Sonne und einer Lupe aus einem Stück Zunderschwamm ein Feuer zu machen. Das hier ist ganz feines Filzmaterial, das fühlt sich ganz weich an und dieser Zunderschwamm ist unbehandelt. Oft heißt es ja, dass der Zunderschwamm vorbehandelt gehört, damit man ein Feuer anmachen kann, aber das ist nicht wahr. Ich zeige euch, dass das auch so funktioniert. Hier seht ihr, das ist richtig filzartig und davon werde ich mir jetzt ein Stück herunterschneiden und mit der Hilfe der Sonne und der Lupe werde ich jetzt versuchen, ein Feuer anzubekommen. Los geht's! Um es euch noch einmal zu zeigen, das ist ganz fein und wie schon gesagt, unbehandelt. Seht ihr das einmal an? Ihr seht also, dass es möglich ist, jetzt im Winter mit der Hilfe der Sonne, einer Lupe, einen unbehandelten Zunderschwamm ein Feuer zu machen. Ja. Yeah. Ich habe mich jetzt echt beeilen müssen, denn es ist ja nicht so, dass ich hier blauen Himmel habe. Die eine Seite ist blau und genau dort, wo die Sonne ist, ist es bewölkt. Und jetzt habe ich mich sputen müssen, dass ich jetzt den richtigen Zeitpunkt erreiche, wann die Sonne wieder aus den Wolken hervorkommt, um ein Feuer zu machen. Hat aber super funktioniert. Das ist echt herrlich. Die Sonne hat schon richtig viel Kraft. Das tut richtig gut. Auch kein Wunder, dass das so gut funktioniert hat mit einer Lupe und dem Zunderschwamm. Okay Leute, jetzt bin wohl ich an der Reihe, 3 Kanäle für diese Challenge zu nominieren. Und zwar würde ich den ersten Kanal, den ich jetzt gerne nominieren möchte, das wäre der Kanal Ritera Racoon Outdoor. Der zweite Kanal, da muss ich jetzt kurz auf meinen Spickzettel schauen, denn das ist ein holländischer Kanal und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist der Kanal Veld Vaardigheden. Lieber Martin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wäre schön, wenn auch du mitmachen würdest. Und der dritte Kanal, den ich dann für diese Challenge noch nominieren möchte, das wäre dann der Kanal Lemmy Hawk. Okay Leute, das war's schon wieder mit der Challenge, Feuer zu machen ohne Feuerzeug, Streichholz oder Feuerstahl. Ich habe es sehr gut hinbekommen mit einer Lupe und einem Zunderschwamm. Es hat auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht. Ich möchte mich bei euch wieder bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke für euer Interesse. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, macht es gut und bis demnächst.